Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Schön, dass ich hier sein kann und ein paar Fakten zur veganen Ernährung mit euch teilen kann. Das mache ich nämlich sehr gerne. Ich bin vegan aufgewachsen und ich bereue es nicht, vegan aufgewachsen zu sein. Ich glaube, es ist ein großes Vorrecht. Und am letzten Wochenende habe ich einen Vortrag gehalten über gesundes Körpergewicht 2019. Der war ein bisschen lang, sonst hätte ich ihn hier einfach auch nochmal halten können. Na, was nicht ist, kann er noch Genau. Und ein bisschen werden wir heute auch darauf eingehen, weil wir sprechen ja über Vorteile und Gründe für eine vegane Ernährung. Um aber erstmal zu wissen, worüber wir reden, wenn es um das Thema vegane Ernährung geht, wollen wir das definieren oder ich möchte definieren, was ich damit meine. Und zwar ist es für mich eine pflanzenbasierte Ernährung. Also eine Ernährung, die 100% pflanzlich ist und vollwertig. Ja, man kann sich vegan sehr einseitig ernähren und sehr einfach in den Supermarkt gehen und alle Ersatzprodukte kaufen. Und der Esstisch sieht genauso aus wie vorher, als Mischköstler. Aber das wird nicht gesund sein. Und die Vorteile, von denen wir hier reden, beziehen sich nicht wirklich darauf. Nun, Gründe für eine vegane Ernährung, das ist jetzt hier vom WEBU oder ProVeg heißt der jetzt. Ich fand das ganz gut, das ist ganz knackig auf einer Folie zusammengefasst. Das sind fünf Sachen, die man sich auch gut merken kann. Ein Grund sind die Tiere. Ja, die Tiere leiden sehr stark, egal ob es in der Milchproduktion ist, in der ja, Eierproduktion, will man schon gar nicht sagen, aber es ist eigentlich eine Produktion. Ja, es sind nur noch Maschinen, wenn überhaupt. Also ich glaube, Maschinen werden besser behandelt als die Tiere. Und das Tierleid kann ein Grund sein für eine vegane Ernährung. Das ist auch bei den meisten Menschen, die sich heutzutage vegan ernähren, der Fall. Der Fakt Gesundheit, der kommt jetzt erst so in den letzten Jahren mehr und mehr an. Und über Gesundheit werden wir auch heute noch mehr reden. Fairness ist ein weiterer Punkt, denn wenn wir uns anschauen, wie viel Wasser ein Kilo Rindfleisch verbraucht, sehen und auch wie viel Landfläche vor allem, weil die Kühe und Rinder müssen ja Gras fressen, dann wird ganz schnell klar, dass wir den Welthunger eigentlich lösen könnten, wenn wir uns nicht mehr so maßlos mit Fleisch ernähren würden. Genau, die Umwelt ist auch ein Argument. Also wenn man auf vegan umstellt, dann reduziert man seinen CO2-Ausstoß, also seinen CO2-Fußabdruck schon um einiges. Und der Genuss, der kommt hier am Schluss, es ist vielleicht nicht von Anfang an unbedingt ein Genuss, aber ich denke, ihr wisst das auch schon, dass vegane Ernährung lecker sein kann. Hier gibt es ja jedes Mal vegane Gerichte. So, nun kommen wir zum Punkt gesund und ich möchte jetzt hier einfach nochmal fünf Gründe oder fünf Fakten durchgehen über die vegane Ernährung, einfach damit es nicht zu lang wird. Man könnte immer über jedes Detail eine ganze Stunde füllen oder mehr. Aber einfach nur mal so für euch als Übersicht heute und an der einen oder anderen Stelle seid ihr sicherlich auch schon ein bisschen tiefer eingestiegen oder werdet ihr noch. Gewicht und Verdauung, das ist der erste Grund, den ich mir hier aufgeschrieben hatte. Die nationale Verzehrsstudie 2, das ist eine ziemlich groß angelegte Studie, wo die Deutschen untersucht wurden. Das ist jetzt schon etwas länger her, 2006. Da hieß es, dass 66% der Männer und 51% der Frauen übergewichtig oder adipös sind. Diese Zahl ist noch weiter gestiegen, also sie steigt immer stetig, jedes Jahr mehr und auch die Todesursache aufgrund von Übergewicht wird immer, also kommt immer höher, es ist, glaube ich, auf Platz 3 oder so. Also es ist ein Thema. Und bei der veganen Ernährung haben wir folgende Vorteile für das Gewicht. Wir haben erstmal eine niedrige Energiedichte. Was heißt das? Wir haben wenig Kalorien in den Pflanzen. Also im Vergleich haben wir
So ein Apfel, also ein ganzer Apfel hat ungefähr 50 Kalorien. Ja, wenn wir uns ein Brot schmieren oder so, hat es schon eine Brotscheibe mit irgendwas drauf, je nachdem, was man drauf macht, über 100 Kalorien. Und so kann man alle pflanzlichen Nahrungsmittel durchgehen. Die haben halt im Verhältnis zu ihrem Gewicht und zu ihrer Fülle halt wenig Kalorien, aber viele Nährstoffe, die unser Körper braucht, also Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz wichtig sind für unsere Gesundheit. Und sie haben auch Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe, die wir Menschen sortieren die immer gerne aus, weil, weiß ich nicht, schmeckt leckerer oder sieht halt weißer aus, wie auch immer. Die Ballaststoffe sind ganz wichtig für unsere Ernährung. Denn erstmal sind sie wichtig für unsere Verdauung. Ohne Ballaststoffe wird es schwer für unsere Leber zu entgiften, weil die Ballaststoffe binden die Gallensäuren, die die Leber halt in halt wieder rausschickt, binden die halt und dadurch können die ausgeschieden werden. Also die Giftstoffe können durch die Ballaststoffe ausgeschieden werden, weil die Ballaststoffe halt eine sehr gute bindende Eigenschaft haben. Und auch sehr viele von den Kalorien oder von der Energie, die wir aufnehmen, wird dadurch auch wieder ausgeschieden durch die Ballaststoffe, ja, in Bezug auf den Punkt Gewicht. Das zweite wären die Cholesterinwerte und Herzgesundheit. Cholesterin ist ein relativ großes Thema, also in den Blutwerten sind die oft auffällig. Also vor allem, es gibt verschiedene Arten von Cholesterin und das, was in Verbindung gebracht wird mit unserer Herzgesundheit und auch mit gesundheitsschädlichen Folgen, ist das LDL. Das LDL, das sorgt dafür, dass sich in unsere Gefäße halt zulagern und verengen und das kann bis hin zu koronarer Herzkrankheit, Angina pectoris und so weiter gehen, wo wir dann Schmerzen haben, weil die Gefäße so eng geworden sind. Nun, Veganer haben im Durchschnitt 166 Milligramm pro Deziliter Gesamtcholesterin und das LDL 89 Milligramm pro Deziliter, während die Fleischesser im Durchschnitt hier 205 und 124 haben. Also im Durchschnitt gesehen haben die Veganer schon mal deutlich niedriges Cholesterin. Und das ist sehr positiv, das rührt daher, dass eigentlich dieses LDL-Cholesterin bekommen wir nur aus tierischen Produkten. Ja, das kommt in Pflanzen eigentlich gar nicht vor. Und wir Menschen können das auch selber herstellen, also das, was wir brauchen an Cholesterin, können wir auch selber herstellen. Von daher eigentlich brauchen wir es gar nicht über tierische Produkte aufnehmen. Bluthochdruck ist ein weiteres Thema. Menschen mit pflanzenbasierter Ernährung sind deutlich seltener von Hypertonie, also Bluthochdruck, betroffen als Mischköstler. Das hat eine sehr große Studie in die EPIC, Oxford-Studie, die halt Vegetarier, Veganer, Fleisch- und Fischesser miteinander verglichen hat, herausgefunden. Und das liegt auch daran, dass eben die vegane Ernährung oder die pflanzenbasierte Ernährung halt einmal dafür sorgt, dass die pflanzenbasierte Ernährung hat erstmal einige Faktoren, also die Pflanzen haben Inhaltsstoffe, die unseren Blutdruck auch senken, ja, die eine senkende Eigenschaft haben. Und nichts, was unseren Blutdruck in die Höhe treibt. Diabetes. Die Diabeteshäufigkeit bei Veganern ist am geringsten. Ist deshalb so, weil wir eine ballaststoffreichere Ernährung haben mit der veganen Ernährung, im Normalfall, mit der veganen Vollwerternährung. Und die Ballaststoffe sorgen dafür, dass das Zucker, also der Zucker, den wir mit der Nahrung aufnehmen, nicht
so einen hohen Peak auslöst im Blut, also dass nicht unser Blutzuckerspiegel so schnell in die Höhe rutscht und dann Massen von Insulin ausgeschüttet werden, was die Diabetesentstehung halt begünstigt. Also was wir vermeiden wollen, um keinen Diabetes zu bekommen, sind solche starken Zuckerspitzen. Und das erreichen wir, indem wir uns vegan ernähren, indem wir die das Obst, das Gemüse, indem wir es als solches essen und kein Kristallzucker. Also Kristallzucker hätte hier auch schädliche Eigenschaften oder auch leere Kohlenhydrate generell, also alles Weißmehlhaltige, alle weiße Nudeln, weißer Reis, alles, was halt befreit ist von den Ballaststoffen. Genau, dann der weitere Faktor bei der veganen Ernährung ist das seltenere Übergewicht. Ja, Übergewicht ist auch ein Risikofaktor für Diabetes. So, einmal die Woche Fleisch oder Fisch, das Diabetesrisiko steigt schon um ein Drittel, laut verschiedenen Studien. Und ich habe hier unten immer Studien verlinkt dazu, die das so ein bisschen untermauern. Wer sich dafür interessiert, kann die Präsentation gern haben. Und kann die Studien dann zu Hause selber nachlesen. Sie sind meistens allerdings leider in Englisch. Genau. Aber dort gibt es auch eine relativ große Studie, die Adventist Health Study. Das ist übrigens mit lauter Menschen, die genauso glauben wie ja, die Menschen, die sich hier samstags treffen. Und die wurden halt untersucht, weil sie einen ziemlich ähnlichen Lebensstil haben. Und deshalb ist es eine sehr gute Versuchsgruppe, weil man dort auch unterscheiden kann. Es gibt dort Veganer, es gibt dort Vegetarier und es gibt dort auch nicht so strenge Vegetarier. Also dort gibt es verschiedene Gruppen und das konnte man sehr gut vergleichen. Und so kam auch diese Aussage hier zustande, dass einmal die Woche Fleisch oder Fisch unser Diabetesrisiko um ein Drittel steigen lässt. Fünftens ist Krebs. Das ist auch, davor hat man immer sehr viel Angst und das steigt auch immer mehr. Also die Krebszahlen steigen immer mehr. Das Krebsrisiko kann durch eine vegetarisch-vegane Ernährung nicht ausgeschlossen, aber entscheidend reduziert werden, sagt Professor Dr. Leitzmann, der Leiter des Institutes für Ernährungswissenschaft war. Und eine Studie, also eine Metastudie, wo verschiedene Studien verglichen und nebeneinander gelegt wurden, hat herausgefunden, dass eine vegane, pflanzenbasierte Ernährung das allgemeine Krebsrisiko, also von jeglichen Krebsarten, um 15% im Vergleich zu Nicht-Vegetariern senkt. Besonders Darmkrebsarten, also für die gibt es sehr viele Studien, dass die vegane Ernährung auch noch viel höhere Prozentzahlen, also vom Risiko her, also das Risiko noch mehr senken kann. Und es ist einfach das Beste, was man machen kann, wenn man keinen Krebs kriegen möchte, sich pflanzlich zu ernähren, sich vielseitig pflanzlich zu ernähren, weil die Pflanzen haben sehr viele Stoffe, die gegen freie Radikale und andere krebsauslösende Faktoren im Körper kämpfen können, durch die sekundären Pflanzenstoffe und so weiter. So, also hier haben wir jetzt so einen groben Überblick mal gehabt, wofür das alles gesund sein kann. Und das ist sicherlich auch noch nicht vollständig. Nun ist die Frage, wie ernähre ich mich denn gesund vegan? Wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, dass das auch ungesund geht. Und wenn es um Ernährungsfragen geht in Deutschland, dann wird sehr oft die Deutsche Gesellschaft für Ernährung angeführt. Ja? Die bringt immer neue Richtlinien raus, engagiert sich auch ein bisschen in der Forschung und gibt immer Stellungnahmen. Nun gibt die auch Stellungnahmen zur veganen Ernährung, wo sie teilweise auch davor warnt, dass eventuell nicht alle Nährstoffe gedeckt werden können. Aber wir sehen jetzt hier mal in dem Vergleich aus dem Buch Vegan Klischee AD von Nico Rittenau. Es ist im letzten Jahr rausgekommen und übrigens sehr gut für alle, die sich damit näher befassen wollen, mit veganer Ernährung, mit den Klischees darüber, mit den Gegenargumenten und
ja, wie man das halt trotzdem gut machen kann und gesund. Hier wird einmal der DGE-Ernährungskreis, achso, der leuchtet nicht. Genau. Hier wird einmal der DGE-Ernährungskreis auf der linken Seite ist hier zu sehen. Das sind die Empfehlungen. Das ist nicht der Ist-Zustand in der Bevölkerung. Ja, also so gesund ernähren sich die meisten Mischköstler leider auch nicht. Aber das ist die Empfehlung der DGE. Also hier zu diesen Teilen ungefähr Brot, Vollkornprodukte möglichst. Also das wird dort auch empfohlen, dass es möglichst Vollkornprodukte sind und Gemüse, Obst. Und dann kommen hier die Milchprodukte, hier Fleisch- und Wurstwaren und hier die Fette in Ölform. Nun, auf vegan können wir das im Prinzip, die Empfehlungen, die die geben, ziemlich genau so umsetzen. Wir haben einmal Vollkorngetreide, wir haben hier Gemüse, wir haben Obst. Das deckt sich alles 1:1 mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die Milch und... ja, die Milcheiweiße von den verschiedenen Milchprodukten können wir sehr gut durch Hülsenfrüchte decken in Kombination mit den Getreiden, die eine sehr gute Proteinquelle gemeinsam ergeben. Dann, ja, hier haben wir halt auch noch Nüsse, die wir im ähnlichen Maße verzehren können sollten, wie hier die Fleisch- und Wurstwaren angegeben sind und einen kleinen Abschnitt noch für Öle. Also damit sollte man auch sehr zurückhaltend sein. Das ist für die Herzgesundheit sehr empfehlenswert. Und wir sehen also, wir können das wirklich 1:1 umsetzen, was in Deutschland offizielle Gesellschaft für Ernährung sagt. Genau. Was ist dazu noch wichtig? Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten, okay. Moment. So, hier sind wir. Veganer Ernährungsteller. Ja, wie kann das aussehen? Darüber wollte ich noch mal kurz mit euch sprechen. Was ist wichtig bei veganer Ernährung? Wir haben schon gesagt, ich habe schon ein bisschen angedeutet mit den Ersatzprodukten, wenn man einfach nur die Ersatzprodukte jetzt übernimmt, das ist nicht so vorteilhaft. Warum ist das nicht so vorteilhaft? Ich möchte euch auch einen Grund dafür geben und nicht einfach nur die Behauptung in den Raum stellen. Vegane Ersatzprodukte enthalten auch Fett, die enthalten auch Konservierungsstoffe und Gewürze, auch unter Umständen in etwas zu großem Maße. Und die Fette, die dort verarbeitet werden, sind in den meisten Fällen Omega-6-Fettsäuren. Was machen Omega-6-Fettsäuren in unserem Körper? Also wir haben meistens davon eher zu viel. Wir brauchen auch Omega-6-Fettsäuren, aber wir brauchen eben verschiedene Fettsäuren. Ja? Es gibt noch die Omega-3-Fettsäuren und das sind Fettsäuren, die unsere Gehirngesundheit unterstützen, die unsere Herzgesundheit auch stärken und die antientzündlich wirken, also in ihrer letztendlichen Wirkung. Die Omega-6-Fettsäuren durchlaufen einen Kreislauf, also einen Umwandlungskreislauf im Körper und werden zur Arachidonsäure. Arachidonsäure wird durch weitere Faktoren umgewandelt in entzündliche Stoffe im Körper. Das heißt, es ruft Entzündungen im Körper hervor. Und wenn wir dann noch jetzt Fleisch oder so dazu essen würden, also Fleisch und andere tierische Produkte, die geben uns auch die Arachidonsäure. Also wenn wir sehr viel von dieser Arachidonsäure haben, dann werden die Rezeptoren auch für die guten Omega-3-Fettsäuren werden weggeklaut. Und wir haben also ein Übergewicht von Omega-6-Fettsäuren und dieser Arachidonsäure, die halt zu Entzündungsprozessen im Körper führt und Grund ist für ja, die ganzen Erkrankungen, die wir eigentlich gerade durchgegangen sind. Und dort gibt es einen Arzt, der sehr viel mit pflanzenbasierter Ernährung gearbeitet hat und Herzerkrankungen, der auch koronare Herzkrankheit durch seine Therapiepläne oder einfach Studien auch durchgeführt hat, dass koronare Herzkrankheit wieder rückgängig gemacht werden kann durch eine gesunde Ernährung. Er sagt, zu ihm sind Patienten gekommen, die herzkrank waren, also die koronare Herzkrankheit hatten, die sich komplett vegan ernährt haben. Und
was er gemacht hat, ist die Öle, also Öl generell, auch das Olivenöl, auf das sie sehr hoch, also das, was sie sehr wertgeschätzt haben, komplett aus ihrer Ernährung gestrichen hat und sie wurden wieder gesund. Es hat sich wieder, die Symptome haben sich wieder zurückgebildet. Und somit ist, wenn man gerade fürs Herz etwas Gutes tun möchte, dann soll man mit Ölen vorsichtig sein. Und statt einem Öldressing zum Beispiel bietet sich an mit Nüssen, Saaten oder irgendwelchen pflanzlichen Sachen, also kompletten Pflanzen halt zu arbeiten, kompletten Oliven. Das ist das ultimativ Gesündeste, was man tun kann. Genau. Gemüse sollte man mehr essen als Obst, das würde ich vielleicht noch gerne sagen. Gemüse essen wir allgemein auch so von unserer Neigung her meistens eher ein bisschen weniger. Vor allem die grünen Gemüse, die sind vielleicht auch mal bitter und die essen wir auch, wenn überhaupt gekocht. Deshalb ist es gut, auch einen guten Salat zu essen. Und wer vor seinem Mittagessen, vor seinem Pastagericht oder ähnlichem einen großen Teller Salat isst, wird auch laut wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ungefähr 100 Kilokalorien weniger zu sich nehmen. Einfach, weil man schon gesättigt ist und weil der Salat nicht so viel Kalorien mitbringt, wie die Nudeln halt hinterher. Dann Obst ist auch gesund und man sollte ja mindestens 2 Stücken Obst pro Tag essen. Empfehlungen gehen auch eher noch zu einem bisschen mehr, aber so 5 Portionen Gemüse und 3 Portionen Obst, finde ich persönlich, so wäre es schon das anstrebenswerte Optimum. Dann kommen wir noch kurz zum Eiweiß. Wie bekommen wir gutes Eiweiß durch die vegane Ernährung? Denn die Pflanzen an sich sind ja sehr gering in ihrem Proteingehalt. Wenn wir Hülsenfrüchte essen, also Hülsenfrüchte, vor allem Soja, ist an erster Stelle mit der als Eiweißquelle. Dann sind auch Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, sind alles Eiweißlieferanten. Die haben erstmal nicht so eine hohe biologische Wertigkeit wie das tierische Eiweiß. So scheint es. Wenn wir aber über den Tag verteilt auch Vollkornprodukte zu uns nehmen, also ein Vollkornbrot oder Vollkornreis oder anderes Getreide, dann kombiniert sich das zusammen, also die verschiedenen Proteine, die wir einnehmen, kombinieren sich zusammen und erreichen eine Wertigkeit, eine biologische Wertigkeit, also Verwertbarkeit auch für unseren Körper, von der gleichen Höhe wie das tierische Eiweiß oder noch höher. Und es ist gesünder und deshalb gar kein Problem, also Eiweiß ist überhaupt gar kein Problem in der veganen Ernährung, wenn man auf Vielseitigkeit achtet. Und mal einen Hummus auf die Stulle oder Reis mit Bohnen oder eine Erbsensuppe oder irgendwie sowas. Also gibt schon sehr viele Gerichte, die man mit Hülsenfrüchten machen kann. Genau, Nüsse kann man auch essen, sollte man auch essen, geben uns gesunde Fette, weil sie einfach wirklich in ihrer natürlichen Form kommen und auch die Kalorien, die sie mitbringen, werden sich nicht so negativ aus wie andere Kalorien. Da gibt es auch Studien zu, dass wenn eine Handvoll Nüsse zu dem Speiseplan, zu dem pflanzlichen Speiseplan halt mit dazu addiert wurde, dass die Personen komischerweise nicht zugenommen haben im Vergleich zu den Personen, die stattdessen ein anderes Fett zu sich genommen haben und total aufgegangen sind, während diejenigen, die Nüsse gegessen haben, irgendwas mit den Kalorien passiert ist, was erstmal so keiner verstehen konnte. Und es ist naheliegend, dass dass Aminosäuren in den Nüssen und auch sekundäre Pflanzenstoffe, also Flavonoide, die Fettverbrennung ankurbeln und somit uns unterstützen und die Kalorien auch wieder zu verbrennen, die wir aufnehmen. Genau, so viel zu der veganen Ernährung für heute. Und ich freue mich über jeden, der sich damit beschäftigt und das auch anfängt umzusetzen. Also schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr herkommt und darüber lernt und auch lernt, wie gut es schmeckt. Danke.